Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Wir fangen mit den Secrets aus dem letzten Level der letzten Folge an, die wir nicht bekommen haben, weil dieser dumme Vollidiot Bock hatte, sich selbst umzubringen. Und natürlich braucht man ihn für beide Secrets. Sowohl Regenbogenpuzzleteil als auch Schalter. Das macht doch Spaß. Oh mein Gott, nein, es ist Brücke. Es ist Brücke. Du willst mich flachsen, oder? Ey, das ist ein Joke. Dieses Level wurde gestaltet, um mich zu quälen. Und die müssen beide. Wait, wenn ich, ah nee, warte, der Rote ist ja... Nee, das bringt nichts. Wie muss ich das machen? Irgendwie muss ich den einen doch save. Ja, so einfach. Okay, ist machbar. So, mach den Scheiß auf. Und gib mir das Regenbogen-Puzzleteil oder den Schalter. Danke. Regenbogen-Puzzleteil hatte ich also auch mit der Schätzung am Ende letztes Mal recht, dass das zweite dann... Moment. Bunkers Elektro-Ability funktioniert unter Wasser nicht. Ja, aber es war doch kein Stein bei der anderen Stelle. Hast du selber festgestellt. Es klingt, als würde ich heute noch richtig Spaß haben. Alter, dreh dich doch so, wie du sollst. Die Motivation ist gerade halt auch auf dem Höchststand. Ich lasse euch das jetzt einfach mal drin, aber... Spaß und Spannung halt. Rennt nicht in alles rein und kommt ran. Hier müsste ja der Raum sein. Und wie stellen die sich das jetzt vor? Ich brauche hier einen Elektrohammer. Oder muss erstmal vielleicht, wenn... Wow. Wow, wie krass. Hier kann man ja echt mal hängen. Also, Schalter kann man wirklich so aktivieren, wow. Wir sehen uns nach dem Level wieder. Bis dann und ciao. Und nach dem Cut. So. Ich hab den Kack jetzt noch nachgeholt. Habt ihr ja gesehen. Das Level fertig gespielt. Und damit haben wir das Level abgeschlossen und können zum nächsten Boss-Level gehen. Zum Planet Marien-Dings irgendwas. Nebenbei kurz ein bisschen was an diskutieren auf Discord, deswegen nicht wundern. Ich bezweifle, dass es in diesem Level viel gibt, außer dem Boss. Irgendwo vorher muss noch ein Regenbogen-Puzzleteil sein. Hoffen wir einfach, dass es nicht so dreckig ist wie im Level davor. Hoffen wir auch, dass es nicht hier ist.
das sieht gar nicht mal so easy aus. Ich werde die alle drei treffen müssen, sehr sicher. Ich meine, ansonsten wird es keinen Sinn machen. Und tatsächlich ist hier schon das Regenbogenpuzzleteil. Okay. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ach, natürlich war das direkt der Keck. Naja. Weiter geht's, wir stehen wahrscheinlich dann wirklich schon direkt vorm Boss-Battle. Bonkers, du brauchst noch Leben, sehe ich. Also komm ran. Du versuch gar nicht, mich anzugreifen. Und wir sind dann wohl tatsächlich schon da. Und es ist ein Rematch. So ziemlich jedenfalls. An sich kennen wir die ja schon, nur es sind gefühlt dieselben, nur anders. Ja. So, Kochen, es ist gerade leider nur einer von beiden auf dem Screen, aber egal. Ist trotzdem guter Damage. Wo bin ich? Ah, da. Es hat gerade nicht so viel gebracht, weil ich komplett die Orientierung verloren habe. So, jetzt denken sie sich mal was Neues aus. Man kann das in der Mitte aber auch zerstören. Das wollte ich nicht. Gib mir meine Ability. Danke, dass ich die nochmal bekommen darf. Ha, bist nicht schnell. Das war viel Damage. Einer ist weg. Und der andere kommt nur auch. Die hat irgendwie wenig Leben, kann das? Kann das? Ich hab keine Ahnung. Na dann. Wir diskutieren nebenbei gerade auf SQT wieder ein bisschen über unser aller Lieblingsmatchup Inkling. Deswegen. Hui. Weil wir festgestellt haben, dass so ziemlich alle Matchups, die wir haben, fett gegen den verlieren. Also. Das Level haben wir damit auch relativ schnell hinter uns gebracht. Und zack, weiter geht's. Mit Zusatzplanet Alpha. Nochmal ein bisschen gucken nebenbei. Ja, jetzt kommt hier wieder sehr altbekannter Stil hinzu und bekommen wir jetzt so ein Level. Sieht aus, als hätten wir jetzt ein Level, ja, in dem sich die Gegend verändert, wenn man durch Türen geht und neue Wege so öffnen sollte. In der anderen ging es aber auch nicht weiter. Ach so, es gibt hier ein. Die haben hier noch mehr Abilities, also mehr Zeit. Ah, yes. Nacht, meine Lieblingsjahreszeit. Boah, wow. Es gibt keine Jahreszeit, die mir lieber ist als Nacht. Mann, findet ihr das nicht auch alle?
Wir bräuchten, denke ich mal... Ah, nee. Wir brauchen kein Feuer. Boomerang reicht auch. Ist hier oben irgendwas? Nichts Bedeutendes. Das ist nur die erhöhte Plattform. Und da unten brauchen wir... Lass mich raten, in einer anderen Jahreszeit ist das Wasser weg. Oder andere Tageszeit. Hier ist noch Wasser. Hier ist Eis. Falscher Button, den wollte ich. Danke. Und damit legen wir hier einen Bonusraum frei. Könnte das schon das Regenbogen-Puzzleteil sein? Ja. Da gibt's nichts zu diskutieren. Einfach ja. Damit haben wir das auch schon wieder hinter uns. Recht früh im Level. Na dann, wie geht's hier weiter? Im Frühling. So, mal eine andere Tür. Eine mit drei Sternen und nicht einem. Und man sieht, woran das liegen könnte. Und jetzt ein bisschen Tempo, da kommt eine Wand. Wände sind sehr gefährlich. Kirby dreht sich gefühlt nie um, wenn er es soll, während man im Wasser ist. Ich mag das nicht. Alter, ist das die... Ist das die Musik aus Kirby's Adventure wie in den komischen alternativen Dimensionen? Ja, aber ich fand das halt gerade so passend wegen den Wänden, die so rankommen. Es kommt offensichtlich jeden um... Warte, hier kommt kein Bosskampf, bitte, oder? Sie geben mir Kugelblitz. Wow. Und sie geben noch die tolle Musik. Hatten wir Kugelblitz in dem Game schon? Ich glaube nicht. Was? Das tötet nicht. Ich meine, den Rest kriegen meine Kollegen, denke ich mal, hin, wenn sie nicht reinkacken, aber... Hallo? Wollt ihr... ja. Kann der Koch überhaupt angreifen? Es war nicht mein Plan. Ich habe versucht, einen Dash-Angriff zu machen. Es ist das rausgekommen. Ich habe versucht, einen regulären Angriff zu machen. Es ist das rausgekommen. Ja, und jetzt ist die Ability weg. Ich glaube, der kann tatsächlich nichts anderes. So, hier gibt es noch einige Belohnungen. Und random Gegner. Was ist? Ja. Machen wir dann mal, würde ich sagen. Wozu? Mindestens. Na dann, haben wir dieses Zusatzlevel auch schon fertig. Das Ziel heute ist definitiv, alle regulären Level dieser Welt abzuschließen und das dürften wir, denke ich, auch hinbekommen. Denn es fehlen nur noch zwei, soweit ich weiß. Damit wir beim nächsten Mal das Finale antreten können. So, nochmal hier auf die 1. Wir haben bisher 133 Leben, 1 verloren im Playthrough. Und im nächsten Level werden wir wohl wieder ein Puzzle voll bekommen. So, den Kack noch abgeschlossen.
Ah, hier gibt's doch einen Schalter für den Traumpalast. Auf Planet Erdherbst. Und ja, der Traumpalast, den schalten wir jetzt sehr früh frei. Und wir haben wieder Start. Aber ich mag die Atmosphäre hier in dem Level. Und Bonkers hat, glaube ich, somit die schlechteste KI. Ich meine, das ist es immer, was Bomben machen. Die bauen Mauerblöcke. Da habe ich bestimmt nichts falsch verstanden. Ja, das sowieso. Das ist aber gegeben. Warum stehen hier random Schatztruhen rum? Viele random Schatztruhen. Why? Ich verstehe gerade die Designidee nicht. Echt nicht, was das soll. Haben sie sich gedacht, wir benutzen dieses True-Feature so selten in dem Spiel und deswegen, ja. Wow, und hier ist dann ein Schlüssel. Ja, natürlich lande ich genau auf dem Typen. Was für ein grundbekiffter Abschnitt. Was zur Hölle? Komm, da Bombe sehr selten, habe ich das Gefühl. Oh, mehr Truhen. Wir haben nichts gegen die. Also geh mal weg. Oh, das geht ja nach einer Weile so kaputt. Das wusste ich gar nicht. Endlich mehr Truhen, ja. Ja, okay. Dann sind die auch recht machbar. Wir haben nichts Windmäßiges. War hier? Nee, hier unten war der Bombentyp beim Eingang zu dem Gebiet. Wo gibt's Wind? Ich brauch Wind. Es gibt hier keinen Wind, oder? Ich weiß noch, am Ende der letzten Passage gab's das, aber ich hab mir den halt nicht mitgenommen. Und deswegen krieg ich das Regenbogen-Puzzleteil jetzt schon wieder nicht. Wow! Für ein tolles Level-Design. Und guck mal, mehr Random-Truhen. Ja, ich weiß, da war jetzt gerade einer mit Wind, aber jetzt ist es auch scheißegal. Da ist ein Schlüssel, mehr Random-Truhen. Weil davon gab es in der Stage nicht genug. Hier bräuchten wir wieder Wind. Ich würde sagen, wenn wir den Wind hier noch mehrfach brauchen, dann hole ich mir zumindest den für hier nochmal. Aber das Regenbogen-Puzzleteil war halt sehr, sehr sicher in der vorigen Passage. Ernsthaft, Lolli? Was kommt hier? Ein Boss? Nee, Gegner-Spam. Ein Boss! Sick. Ja, und das war's dann, schätze ich, auch mit dem Level. Noch nicht, nee. Noch nicht. Aber hier endet's dann und das Regenbogen-Puzzleteil haben wir auf jeden Fall verpasst. Ne, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte die scheiß Truhe öffnen. Geh mal aus dem Weg, du stinkst. Machen wir mal den Weg frei. Aber was ist hier? Ach stimmt, einen Schalter brauchen wir ja auch noch. Okay, dann kann es sein, dass das... Nee, dann ist das hier der Schalter. Ich hätte jetzt eher gedacht, das vorhin war der Schalter, aber nein.
Dann war das das Regenbogen-Puzzleteil, das ich gleich noch nachholen muss. Ah, was ein Spaß. Seid ihr langsam mal fertig? Warum, glaube ich, hier ist der Schlüssel? Überraschung. Leute, der Schlüssel war zufällig ganz oben. Na dann, nehmen wir den schnellsten Weg nach unten. Und müssen das Level sowieso nochmal spielen. Jui. Richtig Bock drauf. Naja, wir haben die Zeit, aber rausschneiden tue ich es euch trotzdem. Also, kurz gucken, was die Puzzleteile hier alles sind. Und danach sehen wir uns an der Stelle wieder. So, Puzzle vollständig. Ein sehr cooles Design für Kirby's Adventure Wii. Wahrscheinlich mein Lieblingspuzzle. Das sind halt einfach viele, viele coole Artworks in einem mit einem sehr coolen Zeichenstil. Ja, und das Regenbogen-Puzzleteil fehlt noch. Wer könnte das nur sein? Im Wald. Ein Baum. Wir sehen uns gleich beim Regenbogen-Puzzleteil wieder. Das ist schön. Das ist schön. Ab geht's. Mach mal die Tür zu. Ich glaube, das schneide ich kurz rein, weil habt ihr das gesehen? So viel zum Punkt: Gegner wurden genervt. Die Kanonen wurden so sehr genervt, dass ich gegen die Kugeln springen kann und die damit zerstöre. Ich bin gegen eine Kanonenkugel gesprungen und es hat funktioniert. Hier war ein Windgegner. Das ignorieren wir ganz schnell. Das ignorieren wir ganz schnell. Warte. Ah, so, dann haben wir hier Dinge. Wir schaffen das, glaube ich, nicht. Oder? Doch. Ich habe das erst recht spät gerallt, wie das wirklich funktioniert, weil ich unten auf die Dinger geguckt habe, hier die Wände und nicht oben hin. Gut, wir sehen uns am Levelende wieder. Thank you.
So, wenn man die Level schnell spielt, dann dauert das halt wirklich nicht lang. Naja. Damit haben wir das Regenbogen-Puzzleteil jetzt nachgeholt. Muss man sagen, war jetzt wohl doch eher meine Schuld. Ups. Aber ja. Wir haben's und jetzt fehlt uns noch ein reguläres Level. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen Bäume fällen. Pro Regenwald, pro Baumrodung. Was? Ich widerspreche mir nie selbst. Gut, das ist nicht euer... Natürlich brauche ich Kugelblitz für Wispy Woods. Damit man es auch ja nicht verpasst. Es ist sad. Und was ist das jetzt? Eine kleine Jump-Run-Challenge. Ja, kann man mal machen. Krass war es jetzt nicht. Gibt natürlich das Regenbogen-Puzzleteil, Bugsy, haben wir schon, also. Nein, danke. Ich glaube, den braucht man nicht zwingend, sondern der ist einfach, weil er ein starker Ally ist hier. Damit man den sich dann gönnen kann. Ja, hier sind noch ein paar Dinge, aber... Der hier, den nehmen wir uns. So, und kämpfen damit noch einmal gegen Wispy Woods. Nachdem der erste Kampf so schwer war und man den schon gefühlt skippen konnte, kann man den zweiten mit Kugelblitz gefühlt skippen. Atomexplosion! Irgendwie. Also, das war die erste Phase. Jetzt habe ich aber keine Ability mehr. Das heißt, ich muss mich auf meine Keks verlassen. Oder ich bekomme Feuer geschenkt. Was ein Hardcounter gegen Wispy Woods ist. Man hat dich hoffentlich nicht gehört, weil das Level ist definitiv jetzt rum. Ja, ja. Es ist rum. Die Gegner sind hier umsonst. Es gibt noch einen zweiten Baum, der auch besser ins Setting passt. Wispy Woods hat ja wirklich null hier hingepasst. Jetzt mal for real. Überall Herbst und dann kommt Wispy Woods, grün, Frühling. Der gönnt sich. Ja, natürlich beginnt er jetzt mit dem Scheiß. Zünden wir ihn an. Deckt mich, Leute. Oh, er bietet den Apfel noch auf ihn. Sich runter. Und der Boomerang-Typ sind nicht im besten Zustand. Wenn ich jetzt wieder einen Koch hier hätte, wäre ich broken. So, das ist eine zu gute Strategie, die ich hier gerade nutze. Vollidiot. So, der hat da wohl liegen bleiben, aber das war dann auch Iggy Woods. Ja, bisschen schwieriger als Wispy, aber nicht viel.
Und damit haben wir auch dieses Level abgeschlossen. Das letzte reguläre Level des Games. Nice Sache. So, Regenbogen-Puzzleteil. Und damit wird das Finale dann auch zugänglich. Müsste zumindest. Ja, danke. Jetzt, wo diese Linien alle bestehen. Entsteht hier eine Öffnung und die Barriere zerbricht. Wir können jetzt zum finalen Ich will ja nichts sagen, aber können Sie vielleicht noch offensichtlicher machen, dass das nicht das letzte Level ist? Ja, ist jetzt kein so krasses Geheimnis. Ich weiß, hier ist der letzte Heilraum in dem Level. Und hier ist ganz bestimmt nicht noch ein Level. What the fuck, Leute? Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's zum Finale geht. Und ja, weil wir zwei Level schaffen werden.